Ja, Mann, Leute, wuhu. Servus und herzlich willkommen zurück. So, jetzt kann ich in die Webcam gucken. Hallo, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Schatzi, hallo Schatzi, Prost. Hier, Prost Schatzi. Prost auf euch alle und Prost auf die Pause und ach, schön. So, was wurde geschrieben? Steffen, ach ja, Need for Speed 2 SE hat schon Spaß gemacht damals. Holy shit, ja, das war wirklich. War ja nicht nur mein erstes Need for Speed, sondern auch mein erstes eigenes Computerspiel damals. Und holy moly, das war toll. Und ich habe, wie gesagt, immer noch die originale Spieleverpackung von damals. Das musste ich mir aufbewahren, auch wenn es heute nicht mehr wirklich, zumindest nicht von der CD aus spielbar ist. Schade, aber egal. So, Eva ist auch noch da, die ist ja vorhin wirklich so genau vor der Pause gekommen, aber ja, schön, dass du auch noch hier bist. Ich guck gerade mal so ein bisschen in den Lurk, wenn ich hier noch sehe. Ja, also sind auf jeden Fall eigentlich noch so ziemlich alle da, also ja, freut mich. Und, oh, hier sehe ich noch zwei neue Namen. Ich, wie gesagt, weiß immer nie, ob Spots sind oder nicht, aber an der Stelle einfach mal einen herzlichen Gruß an Pika Powerful und Raviro 16057. Falls ihr keine Bots sein solltet, hallo und herzlich willkommen. So, ich werde mir jetzt wieder hier die Cam... Ich werde mir die Cam aufsetzen, genau. Die Kopfhörer. Leute, ich kann echt nicht reden, wie das diesen ganzen Stream schon wieder... Es ist unfassbar. Ach, aber deswegen, ich hab eben schon hier, wie ich angekündigt habe, war ich in der Pause drüben bei Schatzi auf der Couch und hab schon erzählt, der Stream heute, dass das einfach wieder so unfassbar viel Spaß macht und dass das einfach immer wieder so eine tolle Zeit mit euch ist, dass ich das jetzt in den ersten 2,5 Stunden, die wir jetzt hier streamen, einfach schon wieder wahnsinnig genossen habe. Das habe ich erzählt und ja, deswegen machen wir jetzt auch weiter. Spiel lädt auch schon wieder. Und wo Matta hier ist, sie hatte jetzt für ihre Streams, hat sie was ziemlich Geniales gemacht. Ich muss das eigentlich auch nochmal machen. Also sie benutzt ja das gleiche, also auch Tippi-Stream zur Einbindung von Chat und Alerts und so weiter. Und sie hatte sich das jetzt so eingestellt, dass, man sieht das jetzt hier gerade eben, dass der Chat dann nicht von unten nach oben hoch wächst, sondern dass der oben anfängt und nach unten geht. Zumindest halt in dem eingeblendeten Overlay dann und... Das ergibt echt sehr viel mehr Sinn. Das sollte ich dann heute auch nochmal machen. Fand ich irgendwie gut und habe mir auch gedacht, warum habe ich das nicht gemacht? Und dann habe ich es aber auch noch nicht gemacht. Keine Ahnung, weil das ist schon ein paar Tage her. Egal. So, und Eva sagt, sorry, ich war vorhin in der Selbsthilfegruppe. Also erst einmal ist mir ganz wichtig, gibt ja so ein paar Leute, die das immer wieder mal tun, wenn sie dann nicht bei Streams dabei sein können und so, sich dann bei mir dafür entschuldigen. Und das ist super lieb, wirklich, aber ist mir ganz, ganz wichtig, das müsst ihr wirklich nicht tun. Also das geht jetzt nicht nur an Eva, also ganz grundsätzlich an alle. Also ich freue mich immer über jeden, der da ist, wenn ich streame und zuguckt, aber das Letzte, was ich möchte, ist, dass da halt irgendwie ein Zwang entsteht. Ne? Genauso wenig für euch, genauso wenig für mich. Also, wenn ihr gucken könnt, ist toll. Wenn ihr nicht gucken könnt, dann ist das völlig okay. Jeder von uns hat sein Real Life oder auch einfach mal andere Freizeitpläne. Ne? Bei Eva ist es ja auch so, das hat sie auch schon ein paar Mal geschrieben, sie ist ja unter anderem auch Mutter, ne? Da gibt es ja dann auch mal ein Kind, mit dem man vielleicht ein bisschen was machen möchte und also... Es ist total lieb, dass du an mich denkst, aber es besteht wirklich kein Grund zur Entschuldigung, absolut nicht. Ist vielleicht einfach gut, das nochmal so zu sagen. So. Ich liebe diese Musik. Wir sind jetzt irgendwie im 4. oder 5. Phoenix Stream und
Ich hab's jedes Mal gesagt. Ich werd's doch noch im 50. sagen. Zu viele Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Also, hole Aphrodites Essenz aus dem Gewölbe. Yeah. Genau das wollen wir tun. Wir haben uns ja schon mal ein bisschen vorbereitet, jetzt hier nochmal ein bisschen abgedatet. Das war echt sehr, sehr gut. Und jetzt können wir hier schnell reisen zu dem großen Baum, zu Gaias Seele. Und dann, meine Lieben, werden wir unseren ersten Götterschrein sehen. Und Eva schreibt noch, ich fand die Selbsthilfegruppe sehr wichtig, da ich eventuell eine Magenverkleinerungs-OP machen will und damit die Kosten 13.000 bis 20.000 von der Kasse getragen wird. Wow. Ja, das ist, bei den Kosten ist es wirklich besser, wenn man die nicht selber zahlen muss. Das sehe ich. Und sie schreibt noch, ja, ich bin Mutter und meine Kids sind diesmal gesund. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also, da sind wir auch schon und hier waren wir ja auch vorhin und da war noch die fette Wurzel davor und jetzt haben wir hier Zugang zu einem Gewölbe. So, und das wird uns jetzt zumindest mal die nächste halbe Stunde beschäftigen, wenn nicht sogar mehr. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, dass ich es jetzt nicht mehr zum ersten Mal machen muss. Oh, Steffen, ich kenne und ich liebe Need for Speed Porsche. Ich kenne tatsächlich alle Need for Speed seit Need for Speed 2. Ausnahmslos. Ja. Und Porsche war genial. Ich mochte, dass man diese ganze Geschichte von Porsche irgendwie mitkriegt. Dieser Sprecher, dieser Erzähler, der ja auch irgendwie bei Need for Speed 2, 3, 4 und 5, und Porsche ist ja Need for Speed 5, noch da war, ab 6 ja dann nicht mehr, aber der dann immer so die Autos vorgestellt hat und großartig, wirklich. Auch dieser Testfahrer-Modus und der Story-Modus und Porsche habe ich echt gerne gespielt. Ah ja, das war für Steffen das erste eigene Rennspiel, alles klar. So. Ich fliege hier schon wieder volle Kanne an den ganzen Kugeln vorbei. Gibt's denn das? So, genießt unser erstes richtig großes Gewölbe. Da haben wir sogar Aphrodite gerade mal gesehen. Gewölbe der Aphrodite, Schwierigkeit 3. So. Ja, alles Gute, Eva, noch einmal. Genau. So, erste Neuerung. Wir haben tatsächlich mal einen Baum in einem Gewölbe, bei dem wir sogar Bernstein kriegen können. Wie geil ist das denn? So, sehr, sehr geil finde ich die Musik, die wir hier haben. Vielleicht ist Hera einfach nur neidisch, weil es Herakles besser steht als ihr. So, ich hab's gesagt. Genial! Also erst einmal, dein Fortschritt in Göttergewölben wird bei jedem Checkpoint gespeichert, sodass du sie verlassen und zurückkehren kannst. Richtig geiles Feature. Ganz ehrlich, habe ich so in einem anderen Game auch noch nicht gesehen. Es gibt ja immer... Süß. Es gibt ja immer wieder mal diese Checkpoints, ne, zu erkennen an diesem geflügelten Symbol. Und jedes Mal, wenn wir da drüber laufen, dann leuchtet das und dann haben wir da einen Checkpoint gesetzt. Und wenn ich jetzt sagen würde, weil, wie gesagt, die Verliese können ein bisschen länger sein. Und es ist ja nach wie vor so, dass ich hier drin, Moment, dass ich hier drin die normale Speicherfunktion nicht habe. Aber es wird ein Autosave generiert, eben sobald ich über diese entsprechende Plattform laufe. Und dann könnte ich sogar, das ist so geil, das Verlies sogar verlassen. Das machen wir ja, wenn wir hier reingehen und dann eben jetzt Y drücken würden. Und wenn wir dann wieder kämen, dann würden wir da weitermachen, wo der Safe war.
Also das ist halt einfach mal richtig gut. Finde ich total toll. So, genau. Naja, und jedes dieser Göttergewölbe hat seine eigene spezielle Mechanik. Und dazu kommt außerdem, die Göttergewölbe haben im Regelfall mehr als eine versteckte Truhe. Ich guck grad nochmal. Ja, es wird uns nicht angezeigt, aber es gibt hier mehrere Truhen. Wir sehen da schon das Leuchten. Da ist hier dieser Strahl nach oben da hinten. Und da ist auch einer. Also zwei Truhen gibt es auf jeden Fall mal. Na gut. Ich fand die auf jeden Fall ziemlich geil. Wie gesagt, mehrere habe ich mir ja schon angeguckt. Ich kann das eigentlich auch ziemlich genau offen sagen. Ich habe auf meinem eigenen Save habe ich das Gewölbe von Aphrodite erledigt, das von Athena und das von Ares. Noch nicht habe ich das von Hephaistos. Also, ne? Niki ist ja, glaube ich, auch noch da. Und ja. Sie ist ja doch schon, glaube ich, auch durch mit der Story. Genau. Auch eine Neuerung. Es gibt in den Götterverließen Gegner. Die einzigen Verließe, die sonst Gegner beherbergen, sind ja die Arenen. Oder Verließe, die mit einem Bosskampf enden. Niki ist noch nicht durch. Oh. Okay. So, jetzt haben wir auch gerade eben schon unfreiwillig das erste Problem dieses Dungeons kennengelernt. Nämlich, ich zeig's gerne nochmal. Au. Hier gibt es Gift. So, und wenn wir uns auf diese Plattform stellen. Ist das ein Samen? Oh, er ist von Aphrodites Baum. Doch Typhon hat ihn vergiftet. Also beschützt er ihre Essenz mit ihr selbst. Das ist schräg. Phönix erkannte, dass die Samen verbrannt werden mussten, um die Luft zu reinigen. Wie gesagt, alle Götter sind ja in irgendeiner Form von Typhon verändert worden. Aphrodite wurde, wie wir ja schon festgestellt haben, zum Apfelbaum. Und das Problem wollen wir lösen. Und jetzt haben wir auch gerade so ein bisschen festgestellt, woran das hier liegt. Und wir kommen halt nicht weiter, sofern hier dieses Gift ist. Und das Gift können wir lösen, indem wir die Samen verbrennen. So, und wenn wir auf diese Plattform stehen, dann gehen hier die Fackeln an. Und jetzt habt ihr auch schon ein weiteres Problem gesehen. Und das fand ich so gemein. Wenn wir einen Samen verbrannt haben, ist die Fackel aus. Und wenn ich mich jetzt hier wieder draufstelle, geht sie auch nicht wieder an. Merken wir uns das einfach noch einmal, das wird noch wichtig. Es sagt einem auf jeden Fall, den Samen zu verbrennen, ist vielleicht immer das Letzte, was man tun sollte. Da war ich schon ein wenig angefressen. Aber wir wollen ja alle drohen und so, deswegen. Ich komme, Aphrodite. Knöpfen wir uns diese Samen mal vor. Naja, und was ich auch ziemlich cool finde, es gab ja vorhin, als wir den Dungeon betreten haben, haben wir jetzt ja schon einmal Aphrodites Stimme gehört, wie sie über irgendeine Göttin hergezogen hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche, aber sie hat uns ja schon darauf hingewiesen, dass hier in diesem Verlies eben ihre dunkle Seite vergraben ist. Und die wird jetzt immer wieder mal zutage kommen und wir werden sie hören und
Ja. Finde ich auch sehr geil. Okay, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall verseuchtes Gebiet. Da ist ein Samen, der dafür sorgt, dass hier auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug rumfährt. Also Gift. Hier können wir uns heilen. Genau, und Niki, du hattest jetzt gesagt, du bist mit dem Spiel doch noch nicht durch. Okay, cool. Kannst gerne sagen, welche Götter... Genau, wie weit bist du denn? Also, um welche Götter hast du dich schon gekümmert? Und um welche noch nicht? Das ist so das Erste, was mich interessiert. Und ich war einfach jetzt gerade schon wieder richtig dumm, ne? Das darf nicht wahr sein, ey. Ich fäll hier einfach alle Bäume und anstatt hier mal einen Baumstamm zu nehmen und darauf zu legen. Gut. Ja, die Fackel brennt. Noch nicht. Okay. Dann ist vielleicht das Gewicht, das wir da drüben brauchen, möglich. Aber anstatt dieses Gewicht zu benutzen, hätte ich auch ein Stück Baum nehmen können. Naja, wird schon gehen. Genau, jetzt brennt auch die Fackel. Das heißt, wir können die jetzt mal direkt benutzen, um... solange sie brennt, um den Samen zu zerstören, damit wir da unten... Genau, damit wir da unten alles machen können. Und... genau, der Rest des Rätsels löst sich da hinten. Ja, okay. So, die Fackel bleibt doch jetzt erstmal weiter brennen, das ist ganz wichtig, weil wir die Hauptaufgabe anders lösen müssen, aber jetzt ist hier erstmal kein Gift mehr. So, jetzt ist hier die große Kugel, die brauchen wir auch. So, jetzt gucke ich mich hier gerade noch um. So, Niki schreibt, bin noch gar nicht so weit, habe bisher nur Aphrodite und Ares gemacht. Ach, okay. Hatte eine längere Pause, da ich zwischendurch andere Spiele gesuchtet habe. Okay, ja, Subnautica zum Beispiel. Fand ich auch sehr schön, wie du geschrieben hast, dass du tatsächlich über den Subnautica-Stream ja dann auch auf die Streams von mir aufmerksam geworden bist. Okay, hier ist erstmal nichts weiter versteckt. Ich wollte halt definitiv hier mal hinter jede Ecke gucken. Das kann sich ja doch immer mal lohnen. Gut, dann werden wir jetzt die hier erzeugte Kugel mal hier hochrollen. So, hier ist wieder Gift. Aber es sollte wohl reichen, dass wir das noch... So, genau. Den Schaden mussten wir hinnehmen. Dafür... Steffen fragt gerade, warum betonst du Subnautica eigentlich mit U und nicht mit A? Dachte, das wäre von Submarine abzuleiten. Also, du meinst, warum ich es deutsch ausspreche, Subnautica, und nicht englisch Subnautica? Meinst du jetzt das, oder? Subnautica, ja, also englisch, ja, genau. So. Damit haben sich auch die ganzen
So, haben wir jetzt noch eine weitere Stelle, wo wir etwas abfackeln können? Nee, ne? Das ist noch mit Kraftfeld versiegelt. Takio, jetzt wo du es sagst. Genau, hier werden wir nichts machen können. Die Dornen werden sich nicht anbrennen lassen. Genau, das Problem müssen wir anders lösen. Genau. By the way. Ha, und das nächste für den Counter. Wir können uns auch, wie ich es eben getan habe, Truhen, markieren in Verließen. Das ist auch so ein richtig toller Trick, auf den ich auch viel zu spät gekommen bin. Haben wir tatsächlich auch in den ganzen Streams bisher nicht gemacht, aber das jetzt zu tun, ist eigentlich mal wirklich sinnvoll. So, das wird uns deutlich helfen. Erst einmal gehen wir jetzt hier rein. Da ist auch noch eine Truhe. Ambrosia. Und hier ist auch noch mal was zum... Achso, okay. Gut. Und Steffen, ich habe keine Antwort auf die Frage, warum ich das so ausspreche. Ich tue es einfach. Gut, also bisher ist der Weg relativ linear. Das wird so nicht bleiben. Aber wir müssen auf jeden Fall... Genau, hier ist jetzt Gift. Dann... Alles klar. Wenn wir jetzt hier draufstehen, können wir den Samen abfackeln mit dem Feuer von hier. Dann mal Feuer frei. Geil. Genau, und jetzt wo wir den abgefackelt haben, dürfte die Fackel da drüben auch aus sein. Genau, dann sind das immer die großen Samen. Genau, wenn die großen zerstört werden, dann geht das entsprechende Feuer aus. Eros soll sich mal einkriegen. Auf dem Olymp ist nur Platz für einen von uns. Kann ich mir vorstellen, dass sich die Göttin der Liebe mit dem Gott des Sexes, der Erotik, wie auch immer, anlegt. Doch, das passt. Obwohl eine Synergie zwischen den beiden ohne Frage deutlich besser wäre. So, jetzt können wir hier hoch oder wir können in die Richtung lang. Es spielt eigentlich keine Rolle. Wir fangen mal hier oben an. Niki schreibt, bin gerade übrigens mal wieder bei BioTV und habe festgestellt, dass ich versuche, mit Link Doppelsprünge à la Phoenix auszuüben. Nun, nun, das kann er nicht. Ja, das Doppelsprung-Feature macht echt Laune, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, heilen müssen wir uns leider... Heilen müssen wir uns leider nicht. Ich meine natürlich, heilen müssen wir uns zum Glück nicht. Was ist los mit mir? So, hier scheint so eine Art Arena zu sein. Die gucken wir uns doch mal an. Da drin ist auf jeden Fall Gift, aber auch ein Samen. Ich habe Athena geholfen, als ich ihr sagte, sie soll sich dieses Krähennest von einer Frisur richten lassen. Mädchen, dein Helm macht das nicht besser. Okay, da ist der Same. Kriegen wir das irgendwie, wenn ich hier stehe, hin? Den
Hier stehe ich noch safe, aber... Okay. So, jetzt lenken und zurück. Ich will halt nicht in das, in die Seuche laufen. Kann man sicherlich verstehen. Gut, denn jetzt, wenn wir hier hingehen, dürften Gegner kommen. Und man kann wohl ohne Frage behaupten, es bekämpft sich... Es ist doch besser, Gegner zu bekämpfen, wenn man nicht auch noch mit dem ganzen Gift hier zu tun hat. Das war schon mal richtig. Was haben wir eigentlich? Hätten wir eigentlich irgendwas davon gehabt, wenn wir die ganzen Fackeln hier anzünden? Jetzt geht's ja nicht mehr. Nicht, dass ich es schon verkackt habe. Ich denke aber nicht. Da ist die Truhe. Sehr versteckt. Aua. Mmh. Autsch. Die Animation beim Truhe öffnen hatten wir auch noch nicht. Lustig. Da hat es mal versucht, so mit Anlauf aus der Luft so einen Karate-Hack zu machen und ja. Wollen wir hoffen, dass sie sich nicht irgendwie den Handknochen gebrochen hat. Das ist mir dann ja das zum Glück noch nicht passiert. Knochenbrüche und ich, wir haben eine gemeinsame Geschichte, aber der Handrücken und dergleichen war es dann doch noch nicht. Es ist halt wirklich witzig, ja. So, Takeo muss wieder los. Er wünscht einen schönen Abend, einen guten Reststream. Ja, wünsche ich auch, Takeo. Mach's gut. Bis dann. Oh, hallo. Fettes Gegnervieh. Und das mit dem ganzen Gift hier. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Ja, das ist überhaupt nicht witzig. Höchstwahrscheinlich gibt es eine Gelegenheit, dass wir das Gift... Oh, wow. Gut aus dem Weg kriegen. Aber ich habe gerade nicht wirklich die innere Ruhe, danach zu suchen. Gut, wir machen auf jeden Fall Schaden. Aua. Gut. So, da ist die Fackel. Da ist der Same. Okay.
But wait, there's more. Ja, okay. Wo ist more? Okay, ich will hier nicht zu weit weg. Da, da, da. Okay. Sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall hier entlang zu schauen. Okay, also wenn es hier eine Truhe gab, dann habe ich sie nicht gesehen. Gut, wir werden auf jeden Fall nachher sicherstellen, dass wir alle haben. So viel steht fest. Auja, Feuer und Flamme. Sehr nice. Das war gut. Gut, das Leuchten hier hinten ist der Eingang, von dem wir kamen. Auf dem Weg dahin sehen wir auch gerade erst einmal keine weitere Lichtsäule. Da war es wieder, das Grüß Gott von unserem Vogel. Sieht erst einmal ganz so aus, als hätten wir den Bereich erfolgreich erledigt und auch die Truhen mitgenommen, die wir hier mitnehmen können. Okay. Dann schauen wir doch jetzt mal hier weiter. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben auch noch gar nicht gecheckt, oder ich habe euch das nicht gezeigt. Wir haben ja vorhin von Aphrodite einen weiteren Segen erhalten. Und haben uns noch gar nicht angeschaut, was der eigentlich kann. Also, wir haben ja bisher den Segen, dass alle 20 Minuten wird er wieder erneuert, dass wenn wir mal sterben würden, uns einmal nochmal die Energie wieder aufgefüllt wird. Und der nächste Segen, den wir gekriegt haben, ist ein einzelner gegnerischer Treffer setzt die Kombo-Anzeige nicht zurück. Okay. Ist auf jeden Fall ganz cool für die, ja. Für so einen Kombo-Streak. Ernsthaft, Persephone. Das halbe Jahr über bei deiner Mutter zu leben, ist kein Wechsel der Jahreszeiten. Sie benutzt dich, wird erwachsen. Okay, noch ein bisschen mehr Geschimpfe von Aphrodite. So, jetzt haben wir schon gesehen, die versteckte Truhe ist da hinten. Hier gibt's wieder Samen und... Genau, jetzt an die Truhe zu gehen ist blöd. Das würde uns nur vergiften. So, da ist ein Schalter. Was macht der denn? Eine brennende Kugel. Die ich von hier oben ein bisschen lenken kann. Okay. Ach du Scheiße, aua. Okay, es hat trotzdem gereicht. Wir haben die brennende Kugel hier entlang geführt. So, jetzt muss sie nur noch da drauf. Und das hat jetzt was gebracht?
dass hier die nächste Kugel erscheint, aber die brennt jetzt nicht. Okay. Muss ich dich irgendwie ansaugen? Ja, dann sauge ich aber die an. Krieg ich dich... Nein, ich krieg sie nicht angefackelt, indem ich sie... Aua, 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 aua. Komm hoch hier. Da kann ich sie entzünden. Okay. Gut, wir müssen sie erst einmal hier so entlang führen. Ja, jetzt brennt sie auch. Genau, wir können jetzt die Truhe erst holen, wenn wir alle Samenkapseln alle Samenkapseln abgebrannt haben. Ja, ist immer noch da, das Gift. Oh, ja, und jetzt... Jetzt können wir gleich mal gucken, ob die Löcherkrankheit auch gilt, wenn ich Gegenstände bewegen muss. Ne, ihr seht das, da ist ein Loch. Und wenn die Kugel da reinfällt, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal machen. Und das wäre scheiße. So, da ist die Kapsel, aber auf dem ganzen Weg kein Feuer. Wo kriege ich jetzt wieder diese Kugel hier entfacht? Hier kriege ich sie entfacht, okay. Aua, 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 komm, geh da hoch. Mau. HDR-Loch, ja. Sogar die Wärme meines Blutes scheint sich davon gestohlen zu haben. Ja, das passt ja gerade, wo wir es hier von brennenden Sachen haben. Zitat von Gimli. Die Mühe könnte ich mir irgendwann eigentlich nochmal machen, den Nightbot... dahingehend noch mit der Information zu füttern, wer das gesagt hat, hat immer, ne, das Zitat bringen und dann Strich Name. So, oh, 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 lass den Scheiß, komm her, komm her, komm her, nein, 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 aua, Mist, Kacke, ah, oh, shit, 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 shit. Okay, jetzt, komm her. Ja, ich will nicht sterben. Ich werde mir auch alle Mühe geben, dass das nicht passiert, aber... Uff, so. Das war's mir jetzt wert. Na, jetzt können wir an die Truhe. Aber das ist mindestens nochmal ein HDR-Loch wert. Ein Wei... Wow! Wow! Alter, wie gemein! Also direkt vor dem Eingang zur Truhe. Das war knapp. Ohne Phoenix-Doppelsprung hätte es mich jetzt gerade sowas von da reingehauen. Er ist in den Schatten gestürzt. Das hätte sehr gepasst, ja. Oh, war das knapp. Ambrosia, noch mehr. Steffen, Bruder, du und ich, wir müssen mal einen Cocktail erfinden und den nennen wir dann Ambrosia. So. Okay, man verzeihe mir diese Sprüche. Aber das sollten wir tun. ja, wie geht's weiter?
Ah ne, da hinten war so eine Plattform, ne? Ja, da war so eine Plattform, genau. Ja, hier ist so eine Plattform. Die macht jetzt was? Ah ja, die macht das Kraftfeld weg. Okay. Dann, können wir wohl hier... Wow! Hurra, hurra, das Saatgut brennt! Du bist bald wieder du selbst, Aphrodite! Okay. Das Game ist ja schon so, dass man, weil man ja nun mal hier in dem Tal des ewigen Frühlings anfängt, ne, weil dann hier die Halle der Götter ist. Also okay, man fängt auf den Schmetterfelsen an, aber kommt dann halt direkt in das Tal des ewigen Frühlings. Und deswegen ist es halt im Regelfall schon so, dass die Leute... Es ist ja nicht festgelegt, ne? Also wir hätten auch jetzt schon längst in die Schmiedelande oder sonst wohin gekonnt. Aber im Regelfall ist es halt so, dass man schon mit hier diesem Götterverlies beginnt, dass das das erste ist, welches man dann macht. Und deswegen fand ich jetzt auch das Verlies von Aphrodite am leichtesten. Wie gesagt, gerade das von Ares war eine richtig harte Nuss. Aufgrund einer Mechanik, die wirklich... Ja. Werdet ihr sehen, wenn wir hier die Streams fortführen. Also erstmal hier, da können wir nicht rauf, aber hier können wir noch seitlich entlang. Da ist wieder... Ja, alles sehr, sehr schön. Hier waren wir schon, ne? Das ist ja praktisch. Dann führt uns unser Weg jetzt eigentlich gerade wieder ziemlich eindeutig in eine Richtung. Ich muss das gerade nochmal abprüfen, aber... Ihr stimmt mir zu, ne? Hier waren wir doch schon. Gut, der Speicherpunkt wird nochmal neu gesetzt, aber... Ja, ja. Ja, 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 das haben wir schon getan. Okay, wunderbar. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, 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 oh. Zu spät die Flügel geöffnet. Ich werde unvorsichtig. Glatt übermütig. Das ist nicht gut. So, also, wo müssen wir lang? Das ist alles ganz nett hier, aber hilft uns gerade nur. Hier können wir was tun. Okay, mit der Plattform hat es bestimmt noch was auf sich. Okay, also hier ist Gift. Da muss eine Kugel hin. Da ist eine Fackel. Okay, gut. Okay, wir haben schon mal eine Fackel. Fackel ist ein guter Start. Das heißt, es könnte sich lohnen... ...die ganzen Samen zu suchen. Die aber dummerweise... ...ja, hinter Kraftfeldern verschlossen sind. Super. Mhm. Mhm. Da ist eine Truhe.
Das hilft ja dann alles schon mal gar nicht. Okay. Das ist nun safe. Da ist eine Fackel, die wir anzünden können. Okay. Dann müssen wir vielleicht das tun. Und wenn die Fackel brennt, kriegen wir dann auch die zum Brennen. Die da hinten ist auf jeden Fall nicht mit einem Kraftfeld versehen. Okay. Wie gesagt, Leute, ich habe das jetzt alles erst einmal gemacht. Und das ist irgendwie gefühlt auch schon wieder ein bisschen her. Okay, die Fackel brennt jetzt ganz bestimmt, aber was hat's gebracht? Ja, sie brennt. Kommt man dahinter an den Samen ran? Nee, nur Kraftfeld. Okay. Gut, den Schalter kann ich kurz drücken, ein bisschen Schaden riskieren. Ja, dann... Okay. Sehr gut. Ich habe gerade den Samen da hinten gesehen. Dann kriegen wir doch das hier schon mal aus dem Weg. Ja, sehr gut. Die Giftfelder sind weg. Okay. Dann können wir hier die Kugel herholen. Ich war sehr optimistisch, als ich vorhin sagte, wir sind eine halbe Stunde hier drin. Irgendwie ist die doch schon vorbei, oder? Also ihr seht schon, in diesen Götterverliesen ist man ein bisschen länger. Aber das ist toll. Ich mag das. So, jetzt hat sich hier alles ein bisschen in Bewegung gesetzt, aber... Erst einmal ist das noch... nur semi-gut. Okay, es geht hier ja um Samen. Es ist nur Sami gut. Okay, Fackel brennt. Fackel brennt da oben auch. Ah, oh, die Kraftfelder sind weg. Wunderschön. Dann hat sich's ja doch gelohnt. Der ist doch direkt dahinter. Komm, ich krieg dich doch. Dran vorbei. So, jetzt eine scharfe Kurve, 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 Kurve. So. Wer hat das mit einer halben Stunde behauptet? Das hätte ich definitiv dementiert. Nun, ich habe das behauptet. Oh, komm schon. Mist. War nicht so einfach. Gehe ich doch hier mal ein bisschen nach oben. Und jetzt wieder runter. Da ist der Samen. Wundervoll. Okay, da ist immer noch einer. Solange hier die Seuche ist, muss ja noch irgendwo ein Samen sein. Da. Da, fuck. Okay, wie viele sind denn hier? Hallöchen, Valentin. Einen wunderschönen guten Abend. Wo ist da? Ist der Samen. Ja, freut mich, dass du reinschaust. So, haben wir es jetzt?
Ja, wundervoll. Die Seuche ist weg. Ich wünschte ja, das könnten wir von Corona auch behaupten. Aber gut, das dauert wohl noch ein wenig. Okay, also hier haben wir eine Kugel, die wir transportieren müssen. Wohin denn? Ernsthaft, wo muss da... Nee. Oh, ist das ein langer Weg. Da muss sie hin, okay. Leider auch eine Questkugel, also auch eine, die wir nicht tragen können. Niki sagt, habe leunentechnisch festgestellt, dass ich echt eingerostet bin. Der hat mich dreimal getroffen und ich habe ihn nur einmal reiten können. Ja, was für einer war's denn? Ein roter, ein blauer, ein schwarzer, ein silberner, ein goldener, ein weißer. So, damit haben wir auch das nächste Kraftfeld aus dem Weg geräumt, aber wir sehen das immer noch mehr. Naja, wir arbeiten uns hier Schritt für Schritt durch. Ein weißer, au. Ja, die tun weh. Okay. Dann holen wir uns mal die Truhe, die hier hinten ein bisschen versteckt ist. Oh, cool. Also die Truhen in den Götterverließen lohnen sich. Es gab Ambrosia, es gab Zeusblitze. Das ist schon nice. Das ist schon richtig nice. Ich weiß gerade noch nicht so ganz, wo die Kugel hin muss, aber in diesem ersten Augenblick gibt es erstmal nur einen Weg. Da unten hin, okay. Ich glaube definitiv, dass das hier der aufwendigste Teil ist, dieses Verlieses. Ares meint, er hätte mich im Griff, aber ich komme jederzeit raus zum Spielen. Okay, wir können diesen Teil des Rätsels jetzt auch lösen. Wir stehen hier auf der Plattform, jetzt bewegt sich alles, jetzt müssen wir natürlich einen richtig geschickten Schuss mit unseren Lenkpfeilen hinlegen. So, erst noch einmal hier vorbei und an allen sich bewegenden Hindernissen entlang, um dann hier finally diese Kapsel zu zerstören. Und gütiger! Heilige Feuersbrunst! Das war der letzte Samen. Dann verhelfen wir Aphrodite zu ihrem freigeistigen Ich zurück. Ja, nice! Es läuft, Leute! Es läuft! Haben wir noch irgendwo eine versteckte Truhe? Gibt es noch irgendwo eine Lichtsäule? Da hinten ist nur der Eingang. Da oben ist doch noch ein Same. Es stimmt schon mal nicht, dass es der letzte war. Es ist vielleicht der letzte zum Ziel, aber nicht der letzte für alle Geheimnisse. Ich muss gerade noch mal schauen. Kann ich den auch noch zerstören, wenn ich hier auf der Plattform stehe? Ich will es einfach nicht ausschließen. Nee, die Säule mit der Fackel bewegt sich nicht mehr. Die ist... Okay, gut, sie steht hier.
Ja, aber... Der ist ja mit Kraftfeld versehen. Ich denke nicht, dass das hier das Kraftfeld öffnet. Mal kurz gucken. Nein, okay, gut. Alles klar. Das heißt, das kriegen wir anders hin. Okay. Müssen wir noch rausfinden, wie. Ich bin neugierig an die Leute, die das jetzt zum ersten Mal sehen, so ein Götterverlies. Wie findet ihr das? Vielleicht auch so im Vergleich. Wie gesagt, ich muss offen und ehrlich sagen, das hier ist auf jeden Fall noch das Leichteste. Trotzdem. Und alle haben sie auch ihre eigene Idee und ihre eigene Mechanik. Aber nichtsdestotrotz, so einen ersten Eindruck kann man ja auf jeden Fall mal äußern. Da bin ich immer sehr interessiert. Während ich jetzt mal gucke, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Matta schreibt, ist gut. Ja, ist gut. Okay, ist gut. Ich liebe dich, mein Schatz. Nein, ja, ist wirklich gut. Stimmt schon. Okay, in die Richtung müssen wir nicht mehr. Als könnte ich jemals jemanden wie Hephaistos lieben. Ich meine, allein sein Gesicht könnte ganze Flotten versenken. Und untenrum, sagen wir, da herrscht auch eher Flaute. Ihr habt es ja schon ein wenig bemerkt. Es ist großartig. Das Game kriegt es auch immer wieder hin. Ich nenne es jetzt einfach mal Erwachsenenhumor einzubinden. Erinnert ihr euch an den letzten Stream? Als wir dafür gesorgt haben, dass wir hier so ein bisschen jetzt eben ne, das Gewölbe von Aphrodite jetzt irgendwie freilegen. Und es diesen etwas lustigen Dialog kam, wo halt Prometheus dann also sagte, dass Phoenix alles versuchte, um in das Gewölbe von Aphrodite einzudringen. Genau diese Wortwahl. Und Zeus hat dann so ein bisschen rumgelacht und Prometheus gefragt, was ist denn los? Und Zeus sagte dann nur, ach, nichts, zu einfach. Da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht so ein kleiner... ob das vielleicht so ein kleiner Übersetzungsfehler war, also zu einfach im Sinne von zu simpel, zu stupide, zu stumpf. Das wäre es vielleicht eher gewesen, aber ja, also das war ganz bewusst gewählt, versauter Humor. Und da gibt es so ein paar nette Sprüchlein. Wir werden im Laufe des Spiels noch ein paar mehr hören. Hab ich gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist ja easy dann jetzt. Hier geht so ein richtig fettes, großes Feuer an. Sprüchleins, yay, ja, auf jeden Fall. Ich wollte Aphrodite nicht so unter Druck setzen. Manchmal glauben wir handeln aus Liebe. Dabei versuchen wir nur, unsere eigenen Wünsche durch andere zu erfüllen. Willst du sagen, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der mich beschützt? Nicht wirklich, nur... Oh ja, das stimmt. Ich muss immer für alle stark sein und niemand kümmert sich um mich. Es ist so schwer. Prometheus. Ich würde dich umarmen, aber ich bin angekettet. Gefahr voraus. Du wirst gleich einem schweren Gegner gegenüberstehen. Bereite dich gut vor und füll deine Vorräte auf, bevor du weitergehst. Du kannst das Gewölbe, sobald du aus dem Kampf bist, bla. Das ging zu schnell, aber wir wissen, es wird hart.
Und ich freue mich darauf. Jetzt muss ich nur vorsichtig gucken, ehe die über noch einmal speichern. Nein, kann ich ja nicht. Ah! Das übernimmt das Spiel ja automatisch für uns. Okay. Liebes Chat, wünschen mich Glück. Bleib hart im Gewölbe. Oh, Schatzi, sehr gut. Wen haben wir da? Die absolute Überharpie. Wow. Uzumene, die Stürmische. Okay. Hallo, Uzumene. Diese glühenden Kugeln. Wow! Okay, es gibt ganz bestimmt, gibt es... Sehr gut! Das stimmt nicht. Ihr habt mich quasi gezwungen. Unfassbar. Da dachte ich, der Typ ist Schwiegersohnmaterial. Aber er war doch schon dein Sohn. Das war das eine Mal, dass man es ihm angedacht hat. Hier gibt's garantiert irgendeinen cleveren Trick und ich habe ihn einfach noch nicht drauf. Also wir kriegen sie ziemlich schnell auf jeden Fall betäubt. Das ist halt echt gut. Gerade noch ausgewichen. Sehr gut, diesmal waren wir in der Luft. Und die... Au! Und dafür haben wir die nächste Attacke gekriegt. Komm schon. Uzumene. Ich bin sehr versucht, vor deinem Namen noch ein auf F zu setzen. So. Ich glaube, wir haben's. Das hat Spaß gemacht. Aber Achilleus war härter. Auf jeden Fall. Das hat Laune gemacht. Lief doch gut, Leute. Lief doch gut. So, ich glaube, auf den Baum hier können wir nicht wirklich hochklettern. Hier gibt es noch die ein oder andere Nektarpflanze, aber nein, den Baum kommen wir nicht rauf. Okay, das ist ein Glitch. Ja.
So, und ich glaube, da in der Muschel ist jetzt endlich auch die... Ein leichter Parfumhauch wehte vorbei. Dieser Geruch, als hätte man Verlegenheit, Macht und Angst zusammengemischt. Es war Aphrodites Essenz. Pur, fesch und unverfälscht. So, die werden wir uns auf jeden Fall holen und die liebe Aphrodite jetzt auch noch befreien. Schatzi, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du gerade noch da bist. Wie weit warst du eigentlich auf deinem Save? Du spielst ja auf der PS4. Hast du das hier, was du hier gerade siehst? Also wahrscheinlich, sofern du noch zuguckst, schon gesehen? Das würde mich gerade interessieren. Sonst frage ich dich nachher gleich nochmal. Und jetzt klappen wir uns erstmal die Essenz. Okay. Schatzi ist noch da und ist noch bei der Aufgabe mit der Perle. Ja, das haben wir ja im letzten Stream gesehen, die Perle. Ja, alles klar. So. Dann seid ihr sicherlich jetzt alle auch so gespannt auf den Moment, wie das jetzt aussieht, wenn man einen der Götter befreit. Das ist ziemlich cool. Und das darf man insgesamt 4-mal erleben. Noch mit Ares, Hephaistos und Athene. Krass. Jetzt läuft es gerade mal richtig gut mit dem Kugelsammeln. Elf Stück. Wow. Okay, ihr habt doch gerade wieder gesehen, das war jetzt die... Unbeeindruckt von den Gedanken der Eifersucht, die im Gewölbe widerhalten, war Phoenix entschlossen, Aphrodite mit ihrer Essenz zu vereinen. Genau, also wir haben jetzt in einem Gewölbe hier so ein paar Sprüche von Aphrodite gehört, die sie allesamt nicht sehr sympathisch haben wirken lassen. Aber das war ja auch der Aspekt, vor dem Aphrodite Angst hatte. Ne? Dass wir das wieder freilegen, ihre etwas streitsüchtige, arrogante, selbstverliebte Art, aber ey, gehört zu Aphrodite nun mal hinzu und deswegen zurück in die Halle der Götter. Das werden wir uns doch jetzt mal geben. Derweil lasse ich hier noch mal ein bisschen den Schmetterling fliegen. Kann der denn hier vielleicht auf dem Apfel landen? Nein. Schade. Oder auf dem Kopf. Ich glaube, der kann einfach so nirgendwo landen. Ja, gut, dann flieg halt zurück. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst. So, Leute, Storytime. Ich wusste, ich kann deine Essenz zurückholen. Daran hatte ich keinen Zweifel. Aber denkst du jetzt anders über mich, wo du meine dunkle Seite kennst? Keineswegs. Ich freue mich, dein echtes Ich kennenzulernen. Und im Ernst, Hermes Frisur ist wirklich komisch. Bitte, was? Oh gut. Dann bin ich bereit. Thank you.
mögen deine Leidenschaft und Liebe für immer grenzenlos sein. Erhebe dich, goldene Göttin Aphrodite. Sehr nice. Sprachlos? Verstehe ich. Unfassbar, dass du mich erst überzeugen musstest, diese Gestalt wieder anzunehmen. Oh, ohne dich hätte ich auf ewig die Fähigkeit verloren, mich selbst zu lieben. Tja, die habe ich dir schon vor langer Zeit gestohlen. Offensichtlich. Du hast dich viel zu lange nur mit dir beschäftigt. Vielleicht solltest du mal diese Toga waschen. Willkommen zurück. Phoenix, bitte nimm meinen letzten Segen zum Dank. Okay, sehr gut. Da war er wieder, der dezent versaute Humor. Solange er mit sich selbst beschäftigt. Er sollte mal die Toga waschen. Bereit, Typhon zu besiegen? Ich brenne darauf, dieses scheußliche Monster zu erledigen, das meine Schönheit gestohlen hat. Zuvor brauche ich aber noch einmal deine Hilfe. Was kann ich tun? Typhon brachte 4 mystische Kreaturen mit sich aus dem Tartarus. Sie peinigen für ihn die Wesen der Goldinsel. Ich wäre dir dankbar, wenn du sie im Kampf besiegen und damit ihre Herrschaft beenden würdest. Eigentlich wäre es mir egal, aber ich fürchte, ich bin weich geworden. Ich kümmere mich darum. Natürlich wirst du das. Ja, nice, Leute. Das hat doch schon wieder richtig geklappt. Neue Quest, unsere Haut retten. Eine dieser mystischen Kreaturen ist tatsächlich, sie sind auch nicht zufällig gewählt, ist tatsächlich der Eber, der Adonis getötet hat. Und ne, Aphrodite war ja sehr hart in Adonis verliebt. Den haben wir auch schon gekillt. Der hat uns ja den tollen Liebesvogel Phosphor-Skin gebracht. Aber es gibt noch ein paar mehr. Und das ist auf jeden Fall sehr gut, das zu machen. Und ich glaube, wir kriegen hier sogar noch ein paar mehr Zwischensequenzen. Ich guck mal. Du bist sicher froh, endlich kein Baum mehr zu sein. Oh, ja, ich bin erleichtert. Ich habe aber immer noch ein paar Früchte. Willst du? Nein, danke. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Magen habe. Vielleicht keinen Magen, aber Bauchmuskeln. Hallo! Wie sie sich durch deine Toga abzeichnen. Mediterrane.de? Ist das übertrieben? Es soll nicht so wirken, als bräuchte ich die Aufmerksamkeit, weißt du? Nein, alles ist gut so. Richtig gut. Richtig gut. Habt ihr vielleicht noch Aufträge? Nein? Ja, zwischen Hermes und Aphrodite ist ja auch was gelaufen. Haben wir ja auch schon mitbekommen. Es ist so absurd, wenn man diesen kleinen Hermes sieht und diese große Aphrodite hier. Aber okay, gut. Ja, meine Fantasie geht mit mir durch. Vergessen wir das. Erinnerst du dich noch, wie du sagtest, Dunkelheit wird nie das Licht der Liebe und des Mitgefühls trüben? Einfach tun. Sicher habe ich das gedacht und du hast das gespürt. Gut. Mir fliegen immer noch Vögel in die Haare. Ich glaube, sie suchen nach Äpfeln. Wo ist Ares Speer, wenn man ihn braucht? Autsch. Autsch, autsch, autsch. So, okay. Speichern wir gerade mal. What? Bist du schon drin? Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, und zwar ganz. Genau. Ach, schön, Leute. Ihr seid toll.
So, jetzt kriegen wir hier auf der Insel. Also, den Eber haben wir ja schon gekillt. Hier hätten wir jetzt noch... die legendären Bestien. Genau. Okay, es wird uns nicht gesagt, welche Bestie es jeweils ist, aber es gibt halt, wie gesagt, 4 Stück. Und... ja. Die sind da irgendwie alle und die könnten wir uns jetzt mal zur Brust nehmen. Oder aber... haben wir jetzt eigentlich nochmal irgendwie einen Segen gekriegt? Ja, wir haben noch einen weiteren Segen gekriegt, einen letzten. Aphrodites Verzückung. Der Schaden des ersten gegnerischen Treffers nach Einnahme von Stärkungsmitteln wird ignoriert. Cool. Ja. Damit haben wir die erste Göttin befreit und alle Segen erhalten. Das ist echt gut. Axt haben wir nochmal einen neuen Skin gekriegt. Ach ja, richtig, den haben wir ja gefunden. Orkan, genau. Genau, Aphrodites Tränen sind wir losgeworden. Die Medaille des Achilleus. Mit dem Symbol einer Feder geschmückt, wie die, die Achilleus von Patroklos geschenkt wurde. Wenn 4 Medaillen zusammenkommen, wird angeblich eine verborgene Kammer sichtbar. Richtig, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben ja schon das mit dem Geist mitbekommen und ich habe ja auch schon erklärt, dass es in jedem Gebiet jeweils einen Geist gibt. Und wenn wir die alle erledigt haben, dann können wir nochmal was ziemlich Cooles bekommen. Das auf jeden Fall, ja. So, wir haben auch schon so die ein oder andere Pferderasse gezähmt. Okay. Wie sieht's hier aus? Haben wir inzwischen wieder... nee, da würde ich erst noch sparen. Okay, vielleicht, das gucke ich gerade mal. Können wir uns ja noch mit einem legendären Gegner anlegen. Jetzt diese Quest hier im Namen der Liebe, der Name der Liebe, die müssen wir dann doch beim nächsten Mal machen. So lange würde ich jetzt heute nicht mehr streamen. Ich würde jetzt auch tendenziell tatsächlich gucken, dass ich zum Ende komme. Ich versuche jetzt einfach gerade mir zu überlegen, ob ich vielleicht noch kurz eine Sache machen kann. Wir können es ja mal versuchen mit dem legendären Gegner, welcher auch immer das sein will, oder der legendäre Bestie, die sich hier verbirgt. Da gehen wir mal noch hin. Und danach ist Ende. Und vorher hole ich mir jetzt hier gerade aber nochmal auf jeden Fall alle Energie, die wir dafür brauchen. Oh. Wir haben doch so viel in dem Verlies, so viel hier Zeusblitze und so Kram gekriegt. Reicht das denn inzwischen schon wieder fürs Update? Oh, einer fehlt. Okay, shit. Und wie sieht's beim Ambrosia aus? Da fehlt auch einer. Ah, okay, gut. Alles klar. Habe ich mir mein Ziel markiert? Ich glaube schon. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. So. Markiere ich mir das Ambrosia auch noch, dass ich weiß, welches dieser Apfelsymbole jetzt das richtige ist. Hallo? Das hat nicht geholfen. Großartig. Von Kopf bis Fuß, ja. Ganz geil, hallo? Falsche Ausrichtung, aber ziemlich genau dann da. Dann wird das der hier sein. Auch nicht. Der hier. Der hier ist das.
Das sieht richtig aus. Okay. Ist ja eigentlich auch ganz cool, dass das Game jetzt einen hier mal dann ganz bewusst die legendären Gegner vor die Nase setzt. Dadurch, wie gesagt, kriegen wir ja auch schöne Skins freigeschaltet und ich denke, den Kampf kriegen wir jetzt noch hin. Und wie gesagt, da wir uns dem Ende nähern, ich kann nur wiederholen, Leute, dieser Stream heute hat ja so viel Spaß gemacht, wirklich. Freut mich total, wie viele wieder heute da waren und einfach alles. Mau, sagt Schatzi. Ja. Nein, heute war wirklich toll. Ich ignoriere die Gegner gerade mal. Lasst mich in Ruhe. Wow. Hier wird scharf geschossen. Da sind Löwen. Ja. Und das, da ist auch ein Löwe. Okay, unser legendärer Gegner ist ein Löwe. Kann ich hier so dicht am Gegner eigentlich noch speichern? Ich kann. Das ist gut. Also, dann wollen wir uns mal angucken, was für eine Miezi das hier ist. Also hat Typhon den nemeischen Löwen vereinnahmt, nachdem Herakles ihn gehäutet hat? Als Herakles ihn nicht erlegen konnte, hat er ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Klingt nach ihm. Hera hatte den Löwen als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist sie einfach scharf. Okay. Ah, lass das. Oh oh, oh oh. Wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Opening-Attack hingelegt. Eieieiei. Okay, jetzt wieder die schöne Sprint-Attacke. Komm schon. Phosphor, hilf mit. Ja, jetzt ist er betäubt. Sehr gut. Das nutzen wir. Viel zu viel Zeit verschwendet. Egal, 50% haben wir schon mal. Wow. Habt ihr die Schadenszahl gesehen? Das war gerade 1000, also über 1000. Alter, das läuft. Nice. Das war jetzt wirklich knapp. Phosphor des Zeus-Blitzes. Krass, also wie gut wir jetzt einfach schon hier so einen legendären Gegner gekillt haben, ne? Ist nicht der härteste, der nemeische Löwe, da gibt's noch ein paar andere, aber... Wow! Es ist wirklich geil, wie gut das Leveling in diesem Spiel einfach funktioniert und wie mächtig sich man dann zunehmend fühlt. Das macht hart Laune. Okay, dann können wir ja gerade mal schauen, was hat es dafür gegeben. Also, einen neuen Phosphor-Skin, das haben wir jetzt gerade schon gesehen. Phosphor des Zeus-Blitzes. Phosphor-Klon explodiert und richtet 312 Schaden an. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich mag auch den Standard-Phosphor, aber wie gesagt, unser Liebesvogel
ist nach wie vor sehr, sehr praktisch. So, jetzt werden wir speichern. Denn es tut mir leid, ihr Lieben, jetzt hier an dieser Stelle pünktlich um 23 Uhr endet dieser wunderbare Stream für heute. Und ich kann nur wiederholen, es hat heute wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, der nächste Stream wird auf jeden Fall wieder Subnautica, wie auch immer, wird es sein. Und danach dann auf jeden Fall auch wieder Phoenix. Ich hab so viel Laune. Ich habe so viel Laune, dieses Game mit euch zu machen. Und ja, das wird uns noch lange begeistern. Hallo. Das gefällt mir schon wieder, was Schatzi da schreibt. Finde ich gut. Also, ihr Lieben, ich gucke gerade noch mal in die Übersicht. Also, noch da waren jetzt auf jeden Fall Steffen und Julia, ihr zwei. Das ist der Wahnsinn. Das ist so toll wie... Danke euch beiden. Und Steffen, alles Gute für morgen. Hammer, also dass du deinen Vertrag gekriegt hast und morgen den ersten Tag hast. Gratuliere wirklich noch einmal von Herzen. Ich wünsche dir eine richtig, richtig gute Zeit und alles, alles Gute dafür. Jetzt morgen bist du dann ja das erste Mal jetzt auch Vollzeit da, ne? 8 Stunden werden es ja wahrscheinlich sein. Also ja, Hammer. Ich wünsche dir alles Gute. Wen haben wir denn hier noch gehabt? Eva ist noch da, Dragonfly, dir auch alles Gute, hast ja auch schon geschrieben. Dann haben wir Kleine Dufte, war auch jetzt noch die ganze Zeit dabei. Danke dir. Stream 219 hat auch gerade geschrieben, ich wünsche eine gute Nacht. Ja, ebenso. Niki auch. Und dann haben wir hier noch, wie gesagt, Pika Powerful, Raviro 16057. Ich weiß nach wie vor nicht, ob es Bots sind oder nicht. Dann haben wir noch Manning Wilkins. Ice Wizards, ja, also auch danke an euch und eine wunderschöne gute Nacht. Wir werden den nächsten Stream, ich kann nicht sagen wann, möglicherweise noch im Laufe dieser Woche oder dieses Wochenendes. Ist nicht auszuschließen. Okay, macht's gut, schlaft schön, einen schönen Tag euch morgen und bis dann.